Marius sein Name, STK das Spiel. Es gibt immer Neues, mal wenig und mal viel. Zu einer weiteren Folge von den Marius TK News. Ich werde ein bisschen schneller durchgehen, weil es schon sehr spät ist, aber ich denke, es gibt heute relativ viel. Wir gehen heute auf die KW, also Kalenderwoche 30 und 31 drauf ein. Also viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an mit was Leichtem, und zwar Müsli. Und zwar von der Marke Köln, die Cereals Hafer Bits Vegan. Die sind tatsächlich ziemlich neu und schmecken super mit der Oatly-Milch. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin sehr Fan von diesem Konstrukt, von dieser Kombination. Leider habe ich momentan weder die Milch noch die Cereals gerade da. Muss ich einkaufen gehen, glaube ich. Aber gut. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar zum Little Inferno Stream, den ich abgehalten hatte. Und zwar war das an dem Tag, ich muss gerade noch mal kurz nachschauen, wann das genau war. Das war auf jeden Fall am 28.07. Und das war 7 Jahre, nachdem ich mich gezeigt habe im Internet das erste Mal. Also über, als Zickerfreak quasi. Und ja, es war für mich schon ein bisschen nostalgisch, dass ich mich dann das Video dann so gemacht habe. Oder den Stream dann so gemacht habe quasi. Und es hat ultra Spaß gemacht, das Spiel. Es hat so eine geile Atmung. Ich mache das Spiel wirklich, wirklich gerne. In Zukunft möchte ich auch noch die Achievements weitermachen. Das habe ich jetzt schon in Good Game Mario mit aufgenommen, dass wir da auf jeden Fall noch weitermachen. Und an sich in Good Game Mario habe ich recht viel drumherum noch gemacht. Da möchte ich auch wieder weitermachen. Apropos Good Game Mario, diese Woche wird es hoffentlich, wenn ich es schaffe, noch ein Good Game Mario Video geben von der dritten Challenge. Kommen wir zu einem größeren Thema, und zwar zum SCP-Konzert. Dieses hat stattgefunden am 25. Juli, und da waren Steckdose, Blue Spring und ich zusammen dort, und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war nicht in München leider, sondern in Nürnberg, haben sie gesagt, aber es war am Brombachsee, das ist ja in der Nähe von Nürnberg. Auf jeden Fall war das sehr wild, weil wir mussten auf irgendeinem so Feld parken und da nochmal fast 2 Kilometer ins Tal runterlaufen. Und es war alles dunkel, war alles sehr, sehr weird, und das Konzert war an sich cool, leider hatten wir einen Baum vor dem Gesicht, was ein bisschen schade war, aber an sich hat es sehr, sehr gut gefallen. Die hinter uns haben sehr, sehr schief gesungen, ich habe auch mitgesungen, aber selbst ich mit meiner schiefen Stimme habe immer noch schöner gesungen als die hinter uns, also ja, ganz schlimm. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht, das Konzert, es kamen noch andere Acts mit dazu, es war Elif mit dabei, die hat ihren einen Song von Sing Dann Song noch mitgesungen, dann kam 2007 kam er noch auf die Bühne. Außerdem war noch dabei, wer war noch dabei? Queen war noch dabei, genau. Und mitten im Konzert hatten sie dann so eine Torte, und ich habe so gesagt, hey, safe kommen die da raus, und es war auch so. Ich war auf dem Konzert hier am 25.07., das war der Auftakt von dieser 25-jährigen Jubiläumstour, und das heißt, ich kannte es vorher noch nicht, und deswegen, ja, fand ich's cool, hat Spaß gemacht. Die Leute waren manchmal ein bisschen weird, muss ich sagen, aber naja. Was auch cool war, genau, das kann ich noch erzählen, werdet ihr wahrscheinlich auch im Video gleich sehen, bei dem einen Clip ist Dark, also quasi der eine von SDP, mit seiner Gitarre so abgeseilt worden von so einem Turm, das war ziemlich cool, muss ich sagen. Und Feuerwerk gab es auch noch, haben wir nicht alles gesehen wegen dem Baum, aber ja, wie auch immer, ihr seht jetzt die Clips, viel Spaß damit. Ich bin nicht einmal groß, werde ich ein Banker, dann hab ich das.
Über die Streifen auf Pflasterstein. Immer noch am Kippen, immer noch wachsen. Ich bin 12 geworden und dann nur noch gewachsen. Ich sehe was, was du nicht siehst, ich seh's nicht ein. Es ist einfach nicht mein Ziel, perfekt zu sein. Und was ich selber werden will, das weiß ich nicht. Alle meine Vorbilder und Helden. Also wurde ich ein bisschen verrückt. Scheiß, so weit, wie du siehst, wie du.
Kommt gut nach Hause, bleibt so wunderschön, wie ihr seid. Ein weiteres Konzert, beziehungsweise, ja, kleines Konzert, würde ich fast schon sagen, ganze Woche darauf, und zwar war Bluespring und ich in der Stadt und haben erstmal beim verrückten Eismacher in der Innenstadt, in der Nähe von der Universität, haben wir Eis gekauft, und zwar Taylor Swift Eis oder so, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall werden die, glaube ich, nach den Alben benannt, bitte korrigiert mich, wie es auch immer ist. Auf jeden Fall darf ich jetzt wahrscheinlich nichts zitieren, sonst werde ich hier verklagt von Taylor selbst, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich da auch eins gegessen, das war ganz cool, das hat ganz gut geschmeckt. Und wir sind extra dann erst gegangen, als das Konzert mit ihm angefangen hat schon, weil sonst, wir sind vorhin vorbeigelaufen. Die Schlange, die war so unglaublich lange, also da hat man echt 3 Stunden warten müssen, wahrscheinlich für ein Eis. Und ich habe den großen Fehler gemacht, eine Kugel Pizza zu nehmen, und die war so ekelhaft, dass ich sagen musste, ich hätte mich fast übergeben, das musste ich dann leider in den Müll werfen, es tat mir sehr leid. Es war aber wenigstens ein Becher und keine Waffel, das heißt, die, ja, den Rest habe ich gegessen, aber das war echt nicht geil. Genau, ja, war an sich aber ganz cool. Und dann eben aufs Konzert von Irre und Future Fronts. Und Meckes war auch da. War auf jeden Fall cool, hier auch noch einen kleinen Ausschnitt. Am Schluss vom Irre-Konzert ist er dann noch quasi zurückgegangen. Bei Backstage, bei der Halle, gibt es ja quasi oben diesen Weg, wo die Leute immer kommen, die Leute, die auftreten. Und dann haben Bruce und ich hinten gechillt, und dann kam er da und dann hat er uns gesehen, hat uns erstmal so zugewunken, das ist richtig lustig. Und ja, Grüße an Marcel, an Irre, gehen auf jeden Fall raus. Dann kommen wir zu einem Thema, was ich ziemlich chillig finde, und zwar habe ich ja einen Beamer mir gekauft, das habe ich in einer der letzten Folgen mal erzählt. Und diesen Beamer, da dachte ich mir immer, jetzt habe ich den Beamer einmal verwendet, und was mache ich jetzt mit dem? Ich will den eigentlich schon irgendwie verwenden, weil er so günstig war auch nicht und so weiter. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, ich verwende ihn in meinem Zimmer als Fernseher. Und das mache ich jetzt tatsächlich auch. Ich habe in meinem Zimmer über meinem Meerschweinchenstall quasi schon ein bisschen Platz. Und da kann ich den Beamer hinstrahlen. Natürlich schaue ich, dass die Meerschweinchen nicht geblendet werden. Und vor dem Stall hänge ich auch immer was auf, dass sie eben auf keinen Fall geblendet werden. Und ja, das ist ganz cool, weil dann habe ich jetzt schon Handball geschaut, ich habe schon Crunchyroll geschaut, YouTube geschaut, mit Samsung Decks, also kann man sein Handy auch super verbinden und Sachen machen darauf, so Mediathek schauen, weiß ich was, sehr, sehr cool. Und genau, mit der Switch schaue ich dann Crunchyroll oder YouTube auf ganz entspannt, kann dann alles navigieren mit, entweder mit dem Handy, und verbinde es dann quasi über die Fernbedienung, also die Ding-Fernbedienung, die Handy-Fernbedienung, es ist wirklich sehr cool. Und mir, ich finde es super. Klar, es ist nicht der krasseste Beamer. Ich meine, der hat 200 Euro gekostet. Aber für das, was er ist, taugt er mir schon sehr. Und da eben im Bett dabei zu liegen und den zu steuern und so Sachen zu schauen, ist schon sehr, sehr chillig. Dann kommen wir zu einer traurigen Sache. Ich habe es, glaube ich, schon mal angesprochen, dass jemand aus meiner Familie gestorben ist. Und diese Beerdigung fand letzten Dienstag statt, und genau, da wurde ich auch freigestellt von der Arbeit, was ich sehr gut fand, dass das möglich war. Und genau, das, ja, falls ihr euch gefragt habt, warum ich keine Streams gebracht habe oder irgendwas, das war einer der Gründe. Dann kommen wir zu was Schönerem, und zwar zu einem Film, den ich geschaut habe, und zwar den Film Die Kinder des Monsieur Mathieu.
Und der kam im Fernsehen. Ich habe erst Handball geschaut und dann lief auf One HD. Also dem Sender One, das ist glaube ich, früher hieß er 1 Plus oder so, keine Ahnung. Ja, der lief der Film und ich habe mir erst die letzte Stunde angeschaut und dachte mir, der Film ist echt gar nicht schlecht. Ich schaue mir nochmal die erste halbe Stunde an. Das gibt's ja, geht ja beim. Man kann ja manchmal die Serie nochmal, wenn sie schon laufen, nochmal auf neu starten, dann fängt man noch von vorne an. Leider ist mir das nicht direkt Comedy-Idee, sondern erst nachdem ich den Film fertig geschaut habe. Und ja, dann habe ich danach die erste halbe Stunde quasi noch nachgeschaut. Und ich muss sagen, der Film ist wirklich gut. Er ist ja ziemlich erfolgreich auch gewesen. Ich glaube, es war der erfolgreichste Film in Frankreich in den 2000er Jahren oder so. Also ziemlich heftig. Aber der Film ist wirklich stark und ich empfehle jeden, den mal anzuschauen. Ich wusste, dass er existiert, aber ich habe ihn selber nie gesehen. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Empfehle ich auf jeden Fall. Kennt ihr den Film? Habt ihr schon mal geschaut? Schreibt gerne in die Kommentare. Dann habe ich euch schon mal gesagt, ich möchte meinen PC aufrüsten. Und das könnte sogar schneller passieren, als mir lieb ist tatsächlich. Weil eigentlich dachte ich mir, okay, ich chill jetzt, ich spare jetzt erstmal ein bisschen und dann gebe ich es aus. Aber ja, langsam ist es bei mir dann doch so, dass ich das ziemlich dringend brauche alles. Denn es kommen ein paar Sachen zusammen. Unter anderem möchte ich ein paar Sachen spielen. Ich möchte Planet Coaster gerne spielen, bevor das zweite Teil rauskommt, weil damit ich noch ein bisschen drin bin und auch den Vergleich habe und auf meinem jetzigen PC weiß ich nicht, wie gut Planet Coaster läuft. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem einen Versuch geben. Außerdem am 3. September, da ist es so, dass das Spiel von Behavior, beziehungsweise über das Dead by Daylight-Reich, The Casting of Frank Stone rauskommt und das möchte ich gerne ab Release spielen. Und ich bin jetzt mit dem Eli, also mit Funky, wenn ihr ihn kennt, sehr gut im Kontakt in Sachen, welche PC-Teile passen mir so gut rein. Ich muss sagen, in Hardware bin ich ziemlich Laie. Ich weiß zwar, was das alles ist und ich kann mich zusammenbauen, aber ich weiß halt einfach nicht, was momentan aktuell auf dem Markt ist und was gerade cool ist und was eher nicht so gut ist. Deswegen werde ich da sehr, sehr gut beraten. Vielen Dank nochmal an Eli. Und genau, ich versuche jetzt, dass bis Mitte August mir quasi alles fix zu machen, was ich brauche und dass ich dann das bestelle und dann am Ende August quasi einen fitteren PC habe und eventuell dann auch fresher noch streamen kann und fresher zocken kann. Und ja, Hauptgrund ist auch ein bisschen mein Mainboard, was sehr, sehr überlastet ist, weil ja, ich sehr, sehr viel auch USB-technisch auch anschließe und das ist mir in die Tage gekommen, das würde ich gerne entlasten. Und meine Grafikkarte ist auch leider nicht mehr, ja, auf dem neuesten Stand. Deswegen, ja, muss es langsam so sein, dass ich was upgraden muss. Gut, dann kommen wir zu einem weiteren Thema, zu einem Projekt, was, ja, ziemlich spontan jetzt kommen wird. Und zwar wurde sich etwas gewünscht. Und zwar, ich habe es mal angesprochen gehabt in einem älteren Mariusica News, dass ich mir überlege, ein DFB-Pokal-Projekt und ein Champions-League-Projekt zu machen in Mario Strikers und tatsächlich, ja, sieht es aus, als ob ich das umsetzen würde. Und zwar hat F12i6i kommentiert, hallo geiles Format, könntest du das auch zum DFB-Pokal machen oder zu Champions League? Das würde mich sehr freuen, mein Papa würde das auch feiern, tschüss. Finde ich sehr wild, den Kommentar, und Grüße an deinen Papa gehen auf jeden Fall raus, und dich auch natürlich auch. Das war unter einer Euro-Mario-Folge, also wo ich die Europameisterschaft, die Fußball-Europameisterschaft quasi in Mario Strikers gezockt habe und jetzt eben auch im DFB-Pokal. Ich habe mir überlegt, ich möchte das trotzdem so machen, dass ich jetzt erstmal diesen Turniermodus fertig spiele und wenn da quasi den DFB-Pokal mit verbringe und dann eben mir in der Champions League maybe dann ein bisschen online angucke. Die Sache ist die, vielleicht mache ich dann diese Liga, die es da gibt für die Champions League. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Im DFB-Pokal habe ich tatsächlich jetzt schon was aufgenommen und Gott sei Dank habe ich den Profi-Pokal jetzt endlich geschafft. Das ist so, so gut. Ich bin so happy drüber. Und da mache ich jetzt die restlichen Spiele im DFB-Pokal, mache ich jetzt im Einzelspieler-Modus auf schwer und dann offline, weil im Online-Modus ist die Queue sehr, sehr lange. Und vielleicht ist es im Liga-Modus besser. Die muss ich mal abchecken demnächst mal. Gucke ich mal. Und ob ich da einem Verein zu oder einem Team quasi beitrete oder ob ich ein eigenes erstelle, weiß ich halt noch nicht. Spielt ihr noch aktiv Mario Strikers Battle League Football? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich aber sagen, die DFB-Pokal
Sachen, die werden natürlich gesplittet, weil in der ersten Runde sind 32 Spiele, die werde ich nicht in einem Video unterkriegen. Und ja, ich mache es mir wieder ein bisschen stressig, aber ich möchte es sehr, sehr gerne machen. So, dann kommen wir zu einem weiteren Sportsthema. Und zwar habe ich überlegt, ich möchte mit Nintendo Switch Sports auch gerne eine Art von Videos machen. Und da habe ich überlegt, okay, die FIBA-Pokal Champions League sind jetzt mal weg, also die mache ich jetzt im Mario Strikers. Was könnte ich denn noch machen? Und dann habe ich überlegt, okay, es hat ja mehr als nur Fußball. Und dann habe ich überlegt, ich mache ein Projekt, was heißt Nintendo Switch Sports Ciao. Das hat einerseits dieses Sports Ciao, so ein bisschen drin, und es heißt Nintendo Switch Sports Ciao, also auf Wiedersehen. Weil das Spiel ja, denke ich jetzt mal, fertig ist. Es wird ja keine weiteren Sachen mehr kriegen. Und damit ich das Spiel einfach mal abhaken kann, ich möchte in allen Kategorien gerne den S-Rang noch erreichen. Das heißt, dass ich da auf jeden Fall was ausdenken werde. Ich dachte mir sowas wie, dass ich theoretisch die Fußball-Bundesliga im Fußball machen kann. Ich werde dann auch nur die Tore quasi schnell zusammenschneiden und dann sagen, das geht so und so aus, etc. Ich habe das Ganze schon versucht, mit dem Beingurt kann ich es leider nicht machen, weil mit dem Beingurt in Nintendo Switch Sports im Fußball kann man nicht Pro League spielen, weil du da besser, stärker schießt, und das finde ich absoluten Trash. Deswegen habe ich den Beingurt wieder in meine Schublade gelegt. Schade eigentlich. Auf jeden Fall habe ich da aber ein Gameplay aufgenommen, kann ich vielleicht verlinken. Genau. Dann geht es um Folgendes noch, und zwar, dass ich mir überlegt habe, ich könnte die Fußball-Bundesliga machen, die Männer und die Frauen theoretisch. Da würde ich dann wahrscheinlich dann mehrere Spieltage in einem Video unterbringen oder so, weil sonst ist das, sonst jede Woche will ich da kein Video bringen, ehrlich gesagt. Mal gucken. Dann ist es auf jeden Fall noch so, dass ich mir denke, dass man noch Sachen machen könnte wie Tennis. Da gibt es ja so verschiedene Turniere, habe ich gesehen. Und da könnte man das schon so sagen, dass man die auch simuliert. Das wäre eine gute Möglichkeit, denke ich. Und dass man da halt so ganze Cups oder Turniere in diesem Projekt mit reinspielt. Dann Basketball habe ich auch überlegt. Das ist jetzt neu, das habe ich selber nie gespielt, aber ich gucke es mir mal an und vielleicht ist es ja auch ganz lustig. Und da könnte ich zum Beispiel die Basketball-Bundesliga machen. Die NBA traue ich mich ehrlich gesagt nicht, weil ich überhaupt keine Ahnung von Teams habe, ehrlich gesagt, und auch von den Spielern, und ich will mich nicht komplett hier irgendwie komplett blamieren, deswegen traue ich mich in die NBA noch nicht heran. Wenn da die Nachfrage riesig ist und sagt, hey, bitte mach die NBA, die BBL, also die Basketball-Bundesliga ist nicht so spannend, bitte mach die NBA, überlege ich es mir vielleicht nochmal, aber ich denke, ich mache jetzt erstmal die Bundesliga. Gut, das sind so meine Sportspläne. Ob ich die dann genauso umsetze, weiß ich noch nicht, es ist einfach nur so ein bisschen Info an euch, deswegen, ja, sagt gerne Bescheid, ob ihr das spannend findet oder eher nicht. Dann kommen wir zum weiteren Thema, und zwar dem Thema das Resümee. 72 vom Juni ist draußen. Checkt es gerne ab. Ist auch in der Endcard verlinkt. Und dazu kann ich noch sagen, ja, das Juli-Video kommt bald, aber es kommen auch noch weitere Videos für Second Freak. Also es sind auf jeden Fall, das ist mein Zweitkanal, für all die, die sich wissen. Da sind noch einige Sachen geplant. Unter anderem kommen da die Videos von PokéRogue. Da habe ich ja im Stream was gespielt. Das kommt. Und außerdem kommt noch, ja, PokéRogue zwei Videos. Einmal eins aufgenommen und eins eben aus dem Stream. Und an sich möchte ich ganz gerne noch die Guest-Spionage-Umfrage 2 machen. Das muss ich mir noch überlegen. Es gibt wirklich sehr, sehr viel, was ich machen möchte. Und ich habe keine Zeit dafür, aber ich gebe mein Bestes. Und ich bin irgendwie richtig im Modus. Tatsächlich alles macht mir momentan Spaß. Und ich hoffe, das merkt man ein bisschen. Und ja, wenn ihr irgendwas noch wollt oder irgendwelche Ideen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Stellt mir auch gerne Good Game Mardi Challenges, wenn ihr wollt. Ich sage danke fürs Anschauen von diesem Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Oder schöne Wochen, je nachdem, wann das nächste Video kommt. Ne? Bis dann. Ciao, euer Stickerfleek. Haut rein. Tschüss.